Hey, my name is Luca. I'm a Swiss musician and I won the German Idols in the dance competition. I just came back from Australia where I studied English with your Lea languages. Englisch in meinem Beruf ist natürlich sehr wichtig. Ich bin Musiker und ich singe ja auch in Englisch, also nicht ganz fremd, aber ich sage mir immer, man hat nie ausgelernt. Deswegen, ich wollte noch viel fließender sprechen lernen und ich will ja auch in anderen Ländern, wo die Leute Englisch reden, auch stattfinden, Musik machen. Und da muss das Englisch halt einfach perfekt sein, dass du auch Interviews führen kannst und so an deine Ziele kommst. Ja, warum habe ich mich entschieden, Englisch in Sydney zu lernen, also in Australien? Die Kriterien waren so ein bisschen, ich will eine coole Stadt, aber ich will auch schöne Landschaft, wo ich noch ein bisschen reisen kann. Und da war klar, ich muss nach Australien. Morgens ging es erstmal in die Sprachschule natürlich. Und es ging so 3-4 Stunden. Es war ein bisschen unterschiedlich, je nach Fach, je nach Tag. Das war wirklich auch mit Spaß verbunden. Das war cool. Also so viele Nationalitäten, so viele Charaktere haben sich da gemischt. Ich habe viele Leute kennengelernt. Man ist ja selbstständig dort und man will was lernen. Und das merkt man den Leuten an. Es ist frei. Man erlebt wirklich was zusammen. Ich bin aber viel unterwegs und ich hatte wirklich nur 4 Wochen Zeit. Aber ich muss sagen, ich habe auch in diesen 4 Wochen echt viel gelernt. Erstens in der Grammatik, Rechtschreibung. Dann halt abends sind wir auch immer weggegangen. Und wir haben aber natürlich immer Englisch geredet. Also das Freisprechen ist enorm besser geworden. Ich habe dann schnell festgestellt, dass die Schule aber noch viel mehr bietet. Das heißt, wenn die Schule fertig ist, kann man entweder in ein Surfcamp gehen oder man kann ein Barbecue mit den Leuten machen. Es gibt da verschiedene Aktivitäten, die angeboten werden. Oder wenn man ein bisschen Kultur machen will, kann man in Museen gehen oder die Harbour Bridge hat man genau angeschaut. Man kann auch eine Wanderung darüber machen. Also da gibt es wirklich ein breites Spektrum an Aktivitäten, die man hier zusammen mit den Schülern machen kann. Warum habe ich mich entschieden, mit Yalea zu reisen? Also ich habe mich erstmal schlau gemacht auf der Webseite von Yalea und da gibt es wirklich halt coole Tools, um so die eigene Reise zu planen. Zum Beispiel der Course Finder, der sucht dir den richtigen Kurs mit den Wünschen, die du halt hast, mit dem richtigen Land und so kam ich dann halt eben auch schnell auf Australien. Nach 4 Wochen Schule habe ich mir dann gedacht, hey, ich bin da schließlich in Australien, da will ich jetzt noch ein bisschen reisen. Klar, eine Woche ist nicht alle Welt, aber ich habe viel gesehen. Wir haben ein Wohnmobil gemietet und sind einfach mal drauf losgefahren. Dann sind wir mit einer Fähre nach Kangaroo Island gefahren. Das war wirklich, das ist eine Trauminsel. Also natürlich viele Kängurus, aber ganz viele andere Tiere auch. Von ganz vielen Vögeln bis zu Koalabären und die haben wir alle gesehen, einfach wild. Es ist so eine spannende Reise. Du hast wie beides. Du lernst was, du entwickelst dich weiter, aber andererseits hast du auch so viele Abenteuer, die du erlebst. Also ich würde sagen, wagt es, do it, erlebt was. Ich wünsche euch allen ganz schöne Erlebnisse, eine gute Reise. Bis bald. Tschüss.